Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Heute geht es um nichts weniger als die Zukunft des Automobilstandortes Deutschland. Und das liegt an der europäischen Gesetzgebung, die ab Anfang 2021 die CO2-Emissionsgrenzwerte bei Neufahrzeugen massiv verschärfen wird. Wenn alles so kommt, wie aktuell beschlossen, werden in Europa in wenigen Jahren im Wesentlichen nur noch Kleinwagen produziert werden. Das sage nicht ich, das haben uns Experten in Anhörung hier im Bundestag erklärt. Und noch mal kurz, es waren nicht mal unsere Experten, noch mal kurz die Sachlage. Die Fahrzeugflotten der Pkw-Hersteller dürfen bis 2030 einen Durchschnittsverbrauch von ca. 2,5 Liter auf 100 Kilometer nicht mehr überschreiten. Sonst drohen diesen Herstellern drastische Strafzahlungen an die Europäische Union. Ja, da können Sie ruhig klatschen, da sehen Sie die Arroganz, genau. Fahrzeuge oberhalb der Kompaktklasse werden das ohne Elektrifizierung nicht erreichen. Die Elektrifizierung dieser Fahrzeuge, ob nun als Plug-in-Hybrid oder als Vollelektrofahrzeug, macht diese Fahrzeuge aber aufgrund der hohen Herstellkosten für weite Teile unserer Bevölkerung unerschwinglich und unpraktikabel. Und mit dem Willen der angeblich bürgerlichen CDU-CSU wird hier mal soeben der Verbrennungsmotor aus politischen Gründen so verteuert, dass er nicht mehr marktfähig ist. Und die SPD-Umweltministerin schießt dann noch den Vogel ab, wenn sie die Strafzahlungen noch weiter erhöhen wollte, höher als von der EU gefordert. Sie nehmen den Bürgern in diesem Land ihr bezahlbares Auto und die Arbeitsplätze dazu weg. Die EU-Papiere zu der Verordnung sprechen von einem zu erwartenden Wegfall von Arbeitsplätzen, der durch Sozialpartner aufgefangen werden soll. Man wird mir auch klar, warum Sie von der SPD das Sozialsystem ausbauen wollen. Die geplante Massenarbeitslosigkeit ist für CDU, CSU und SPD mindestens ein Kollateralschaden, wenn nicht sogar ein politisches Ziel auf dem Weg zu einer vermeintlich besseren Welt. Die AfD geht hier einen völlig anderen Weg. Wir haben den Menschen vor der Bundestagswahl 2017 versprochen, dass wir eine Alternative anbieten wollen. Eine Alternative zu ideologischer, wirtschaftsfeindlicher und undurchdachter Politik. Und genau aus diesem Grund wollen wir die finanzielle Gleichbehandlung von Fahrzeugen mit synthetischen Kraftstoffen zu Elektrofahrzeugen. Wir nehmen es nicht hin, dass die Bundesregierung durch staatliche Subventionierung den Verbrennungsmotor aus dem Markt drängt. Und dadurch, dass wir die Bundesregierung dazu bringen, sich auf europäischer Ebene für die Anerkennung von Fahrzeugen mit synthetischen Kraftstoffen als 0 Gramm CO2-Fahrzeuge einzusetzen, tun wir übrigens auch was für die tatsächliche Reduktion der CO2-Emissionen, liebe Kollegen von den Grünen. Ihre Geschichte vom sauberen Ökostrom, der Elektrofahrzeuge antreibt, ist doch ein Hirngespinst. Ein Elektrofahrzeug erzeugt genauso viel CO2 wie ein Dieselfahrzeug. Um das zu ändern, müsste man erst mal den Strom in Deutschland komplett CO2-frei erzeugen. Und das ist in den nächsten 15 Jahren überhaupt gar nicht möglich. Sie wissen das, Sie erzählen aber trotzdem Ihr Märchen. Sie vernichten hier einen Industriezweig, ohne dass wir CO2-Emissionen damit reduzieren. Das finde ich total verachtenswürdig. Jeder, der zukünftig CO2-frei mit seinem Auto fahren will, kann das tun. Wir bieten hier ein praktikables Konzept an. Durch Umsetzung unseres Antrages kann jeder an die Tankstelle fahren und mit sauberem Gewissen CO2-neutralen Sprit tanken, übrigens auch mit älteren Fahrzeugen. Und mit diesem Antrag erhalten wir das Auto für alle Teile der Bevölkerung. Das ist echte Sozialpolitik. Denn nur günstige Verbrennungsmotoren ermöglichen auch der alleinerziehenden Mutter die Möglichkeit, kostengünstig und schnell von A nach B zu kommen. Ein Elektrofahrzeug ermöglicht das eben nicht. Wir brauchen einen fairen Wettbewerb, und es muss endlich Schluss sein mit der planwirtschaftlichen Privilegierung von Elektrofahrzeugen. Unser Antrag tut einen Beitrag dazu leisten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Spaniel. Als nächster spricht zu uns der Kollege Dr. Hermann Josef Tibrocke, CDU-CSU-Fraktion.